Das. Kapitän, Abenteuer jetzt. Wir legen jetzt mal an, ja? Jeden Morgen auf Abruf oder wie wollen wir es haben? Nun, ich denke, wir werden wenigstens ein paar Tage hier verbringen müssen, wie es aussieht. Rafim, vielleicht solltet ihr ein Wort mit euren, nun ja, Untergebenen reden. Landsmänner. Nun, ich dachte mir, die Trollzwecker. Meint ihr die ehrbaren Stammesmitglieder, die so mutig für uns gekämpft haben? In der Tat, diese meine ich. Sie erregen doch etwas, nun ja, Aufmerksamkeit, wenn sie hier in der Stadt herumturnen. Also wenn ihr mich fragt, könnt ihr sicherlich gutes Geld in der Arena verdienen, aber vielleicht Ja, sterben sie auch, keine Ahnung. Abenteuer. aber mir, ich habe sie doch extra mit neuen Rüstungen ausstatten lassen. Und habt ihr gesehen, ich habe ihnen allen noch die Köpfe geschoren, damit sie auch gut aussehen. Nun, ihr wisst schon, dass ihr und damit wir für sie und ihre Taten verantwortlich sind. Ja, deswegen bleiben die auch auf dem Schiff. Und ihr meint, sie bleiben auf diesem Schiff? Ja. Ja, gut. Dann habt ihr euer Wort. Jedenfalls, Housewife, wir werden einige Geschäfte in der Stadt erledigen müssen. Das kann eine Weile dauern. Gebt den Freigängern ruhig Landgang, aber achtet darauf, dass wir, wenn wir wieder ablegen, in etwa denselben Stand an Seemännern haben, ja? Und lass sie nur zu zweit oder zu dritt weggehen vom Schiff. Gut, also ich bin auf jeden Fall jeden Morgen um 5 in der Kabine hier. Wenn irgendwas ist, könnt ihr sonst auch einen Zettel hinlegen. Den sehe ich dann zumindest, wenn ich dann wiederkomme. Aber hier ist ein Swaffnir-Tempel, den will ich auf alle Fälle mitnehmen. Geht am besten davon aus, dass wir 1 bis 2 Wochen hier sein werden. Es sei denn, wir verscherzen es uns zu früh mit zu vielen Leuten. Und Was nehmt immer jemanden. durchaus passieren kann. Nehmt immer jemanden mit, der uns holen kommen kann, wenn wir euch aus dem Knast holen müssen. Ich weiß nicht genau, wie ich das deuten soll, aber Abenteuer. Wir können davon ausgehen, dass die Granden bereits wissen, dass wir eingelaufen sind. Ja, dem Fakt geschuldet, dass ich uns angekündigt habe, sollten wir davon ausgehen. Herr Kapitän, Verzeihung. Ja. Ich konnte euer Tagebuch leider nicht finden. Es ist muss wohl in meiner Kajüte. Es liegt irgendwo unter den anderen. Ich werde es finden. Aber die letzten 2 Wochen. Irgendwo muss es sein. Dürfte ich eventuell in die Universität nach oben? Natürlich, es steht euch frei. Gut. Meldet euch bloß jeden Tag beim Schiffchen. Wir wissen nicht, wann wir ablegen. Jawohl, Kapitän. Ich wollte nur einmal euch, dass ich die Tagebücher nicht finden kann. Das ist. Ich kann mir das auch nicht erklären. Vielleicht haben wir einen Klabautermann an Bord, der sie versteckt oder so. Oh. Wir sollten das nicht beschreiben. Ja, aber wenn ihr schon in der Universität seid, schaut einmal, ob ihr vielleicht ein paar interessante Informationen über dieses unterirdische Al-Anfa findet, über dieses Labyrinth, was sich hier unter der Stadt erstrecken soll. Eine verborgene Information. Oder eine Ja. verbotene. Werde ich herausfinden. Aber lasst euch nicht abstechen, ja? Nein, nein. Nichts für ungut, aber wenn man euch so sieht, ihr schreit geradezu leichtes Opfer. Und bringt euch nicht in sonstige Schwierigkeiten. Das habe ich zumindest nicht vor. Ich habe gehört, hier soll es einen hervorragenden Spinnenforscher geben. Er ist eine Koryphäe. Stippen Gussbert. Er ist hervorragend. Ein Spinnenforscher? Ja. Ich habe sogar gehört, dass er ein Buch über die Kikewanak hat, mit dem man. Ich glaube, das steht auf der Liste der verbotenen Bücher. Binnen? Ja, Nun, ich muss das nicht. Almagest. Er verfügt über ein Almagest. Aber ich glaube, das darf ich hier offen äußern, denn hier ist es nicht verboten. Nun, ich muss nicht jeden Fetisch verstehen. Tut, was euch Nun, Freude macht. bringt es nicht an Bord, ja? Aber sagt mir, solche Spinnen sind doch bestimmt giftig. Ja, selbstverständlich. Ah, interessant. Ich würde diesen Spinnenforscher gerne einmal kennenlernen. Aber bisher viele Spinnen unter Tage gesehen, die teilweise auch sehr groß sind. Und vielleicht kennt ihr noch ein paar Arten, naja, vor denen man sich in Acht nehmen sollte und kann mir verraten, wie man am besten an denen vorbeikommt. Wer weiß, vielleicht könnt ihr ihm ja ein paar beschreiben, die er noch nie gesehen hat. Oh ja, das wäre sicherlich auch denkbar. Ja, das glaube ich nicht, aber nun, ich werde auf alle Fälle den eventuellen Besuch ankündigen. Oh, hervorragend. Ja, das klingt doch gut. Ihr solltet ihn übrigens nicht Spinnenbein nennen, das mag er nicht. Bis Kann ihr das ich. gesagt habt, wäre ich nie auf den Gedanken gekommen. Darf ich ihn denn Mandibelchen nennen? Wenn ihr ihn seht, wisst ihr, was ich meine. Vielleicht sollt ihr ihm seinen Namen ansprechen, nicht wahr?
Verzeiht, Meister Boltax, eure Tagebücher müssen auch verschwunden sein. Ich weiß nicht, wo die sind. Das ist... Aber sie sind nicht von Bord. Nein, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, wenn ihr die findet, sagt Bescheid. Boltax hat gesagt, ich darf auch mal in die Landschaftsbeschreibungen reingucken. Ja, die waren hervorragend. Wollte ihm anhand der Landschaftsbeschreibungen ein paar Tipps geben, wie man sich blumig ausdrücken kann, um dem weiblichen Geschlecht zu gefallen, ihr versteht. Ja? Gerade die Passage mit dem Schlund fand ich hervorragend. Ja, aber die Mathe ist auch schon unter der Haube. Aber blumige Ausdrucks... Ach, niemand... Ach, meine Witze. Oh, ihr habt alle keinen Humor. Nun, ihr seid halt nicht aus demselben Holz geschnitzt wie der Hochkönig. Wisst ihr, Jalan, es gibt zwar viele Leute, die der Meinung sind, dass das Leben vorbei ist, sobald man die Ehe eingegangen ist, aber auch eine Ehe kann dadurch angenehmer werden, dass man sich noch ein wenig bemüht. Zynamin, ich bin verheiratet. Ich versichere euch, meine Ehe ist jeden Tag eine große Mühe. Das merke ich. Es sollte aber keine Mühe sein. Es sollte ein Vergnügen sein, eine Freude. Nun, man heiratet nicht, wenn man so viel Freude an der Gesellschaft des anderen hat. Bei eurer Frau auch schwer. Nun, ich glaube, eure Ehe wäre durch Gedichte auch nicht wirklich zu retten. Insofern verstehe ich, dass ihr in diese Richtung keine Bemühungen investieren wollt. An meiner Ehe muss nichts gerettet werden. Den Kindern geht es hervorragend. Und euch? Seid ihr glücklich mit ihr? Boltax, ich steuere sicher auf meinen vorher bestimmten Tod hinaus. Nein, ich bin nicht glücklich. Ist doch so, ey. Aber wir tun, was wir tun müssen. So, brauchst du mich? Nein. War gefährlich und so. Oder bleibst du bei Rafim? Ich bleib bei Rafim. In der Zwischenzeit brauche ich dich nicht. Aber wenn du möchtest, kannst du gerne weiter hier in meiner Kajüte bleiben und meine Sachen bewachen. Nicht, dass da jemand dran rumspielt. Okay, mache ich. Aber nicht, dass da wieder irgendwelche Viecher rauskommen. Ich glaube nicht. Nein. Vermutlich nicht. Okay, König, dann pass auf ihn auf. Ja, du kannst den anderen ausrichten, dass sie auf das Schiff aufpasst. Dann machen wir. Ich brauche hier starke Männer und Frauen, denen ich vertrauen kann. Ja, niemand von ihr vertrauen, ne? Oh, ihr habt schon so viel von mir gelernt. Ja. Gut. Und König, er legt dir die schwere Hand auf die Schulter, nickt dir zu. Wir sehen uns. Ja. Kein Problem. Ich vertraue euch da. Die tun mir ein bisschen leid, so eingesperrt auf dem Schiff. Ich hoffe, sie machen keinen Unsinn. Naja, wir können sie ja am letzten Tag einmal in der Arena kämpfen lassen. So als kleine Belohnung. Das ist doch eine gute Idee. Vielleicht können wir ein paar Sklaven kaufen, gegen die sie dann kämpfen. Dann werden sie immerhin beschäftigt. Ja. Und ich glaube, sie verstehen aber nicht, dass in der Arena beim Kampf keiner sterben soll. Ach nicht? Naja, das ist ja eher das Problem der Sklaven und nicht unseres, oder? Sklaven und Gladiatoren sind viel zu teuer, um sie für einen Kampf zu verschwenden. Ja, vielleicht kriegen wir ein paar Verbrecher günstig. Ja, müssen wir gucken. Beim Thema Sklaven. Es gibt hier nicht zufällig jemanden, der kompetente Leute vermitteln kann. Natürlich. Auf dem Söldnermarkt sind fast nur kompetente Leute. Okay, es sind viele kompetente Leute da, aber... auch viele Inkompetente. Ja, Rafim, Diamantes, ihr könnt schon sehen, wie wenn ihr von Bord gegangen wäret, vorne am Steg stehen schon Söldner vom Schwarzen Bundeskorps, die direkt bei euch anheuern wollen. Ja, die zum Beispiel, die da unten stehen, die sind gar nicht so schlecht. Und der Schwarze Bundeskorps ist uns hinlänglich bekannt. Wenn man ihn in erster Reihe aufstellt, dort gehören sie nämlich auch hin. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie viele Bogenschützen haben. Ich denke sowieso, wir sollten uns erstmal umschauen. Auch der Schwarze Bund des Chor hat Bogenschützen. Naja, aber da gehören sie eigentlich nicht hin. Wenn ihr versteht, was ich meine. Jedenfalls, ja, wir haben Zeit, denke ich. Ausnahmsweise mal.
Also wenn ihr möchtet, können wir uns direkt mal den Sklavenmarkt anschauen. Warum quartieren wir uns nicht zuerst einmal ein? Das wäre eine gute Idee. Oh, direkt zur Festung. Oh, ihr sprecht mir aus der Seele. Vielleicht kommen wir auch an ein paar interessanten Sehenswürdigkeiten vorbei auf dem Weg. Wo liegt denn diese Festung? Ja, direkt am Palast, direkt am Boron-Tempel der Familie Honak. Da müssen wir am Sklavenmarkt vorbei. Und über die Brücke. Im Silberberg ist das im Prinzip direkt da, wo die sehr Reichen wohnen. Das Zentrum der Macht sozusagen. Aber es ist nicht direkt auf dem Silberberg, oder? Direkt neben dem Haupttempel, also näher könnt ihr eigentlich Amir Honak nicht kommen. Nun ist es uns dann gestattet, den Silberberg einfach so zu betreten? Deswegen habe ich doch um Erlaubnis gefragt, sag mal, Abel, hörst du mir eigentlich überhaupt zu, wenn ich was sage? Natürlich nicht einfach so. Da war Rafim sehr vorausschauend. Ja. Genau. Na gut, wir werden sehen, welche Schwierigkeiten sich ergeben. Naja, ich habe ja den Brief von meinem Großmeister. Und der wohnt da ja. Und ich da ja im Prinzip auch. Der wird sprichwörtlich Türen öffnen. Ja, und die ein oder andere Goldmünze vermutlich. Oh. Sag mal, Rafim, wie alt ist der Großmeister eigentlich? So, das würde ich ihn nicht fragen. Die Frage hört er nicht gerne. Wir sind uns aber ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher. Aber er ist schon ziemlich alt. Er war ja damals bei der Gründung noch lebend. War noch dabei. Wer weiß, wie lange der Großmeister es noch macht. Bei der Gründung von Al-Anfa. Ich nehme an, der Basaltfaust. Des Ordens. Ah, das macht natürlich mehr Sinn. Man schätzt so irgendwas zwischen 1930 nach Bosporans Fall, 1940 nach Bosporans Fall, aber wo genau? Kann euch zumindest keine lebende Basaltfaust mehr sagen, oder tut es nicht? Ich wusste gar nicht, dass euer Orden so jung ist. Naja, nur das Beste. Aber ja, wir wurden ja damals gegründet. 1955. Nach Bosporans Fall. Man kann jedenfalls sagen, dass er inzwischen voll und ganz etabliert ist, wenn ich nicht einmal wusste, dass das noch gar nicht so weit zurückliegt. Ausgerufen von Balhornak hin selbst. Die Legende um die Gründung des Basaltfaustorden ist in der ganzen Stadt bekannt. Ja, 100 Männer betraten die Arena und 50 haben sie verlassen. Gründeten dann den Orden. Er hat die besten Männer aus jeder Einheit zusammengezogen. Währenddessen könnt ihr an der Börse vorbeigehen, dort wo Geld gehandelt wird, ob ihr es braucht, könnt ihr sich später entscheiden, an dem großen Fextempel und dem gewaltigen Sklavenmarkt mit seiner Parkanlage, fast 200 Schritt Seitenlänge, Kokospalmen, die dann das Ganze flanieren, Tulpenbäume und ein weißer Kiesweg, der euch dann durch das Zentrum führt, mit einer überdachten Tribüne, wo viele, viele vergitterte Zellen stehen, teilweise eben auch offene Badeanlagen dann liegen. Also hier blüht dann das Herz für den Sklavenhaltermarkt. Ihr könnt da dran vorbeigehen. Auf der anderen Seite liegt dann der große Raya-Tempel mit der Halle der 1000 Lüste. Dort irgendwo im Süden könnt ihr das ausgeschildert auch sehen, soll wohl die Paligan-Thermen und auch das Hotel der Perle von Al-Anfa sein, während euch dann Rafim in Richtung der Fahrstühle, der Schrägaufzüge lockt. Das war wohl der Sklavenmarkt für die Luxussklaven, oder? Der Park außenrum war wunderschön. Nun ja, ich denke, der ist mehr für die Käufer angelegt, weniger für die Sklaven. Diese Armkreaturen. Naja, die Sklaven sind sehr teuer. Also vor allen Dingen gut gebildete Sklaven und ähnliches. Deswegen, der Park ist schon schön. Ich würde gern gegen diese Praktik immer noch wettern, aber ich tue es schon sehr lange. Wir werden daran nichts ändern können, vermutlich. Und für einen Sklaven ist es nur von Vorteil, wenn er ein teurer Sklave ist. Denn, nun, auch reiche Leute werfen ihr Geld nicht gerne zum Fenster hinaus.
Ja, also einen teuren Sklaven, den verheizt man ja nicht einfach so. Aber was ist das da vorne? Es sieht aus wie ein Wasserfall oder so? Ja, das ist der Schrägaufzug, dann kommen wir schneller nach oben. Habt ihr sowas nicht bei euch? Nee, hab ich nie gesehen. Nein, einige der Aborja haben zwar Aufzüge, aber die sind üblicherweise magisch und es sind eher Plattformen, die sich senkrecht bewegen. Also, wir haben das selbstverständlich in Xorlosh, wenn man auf die tieferen Ebenen kommen möchte. Doch Aufzüge. Aber der hier ist schon anders. Er ist groß. Was schätzt ihr, wie viel Last ihr wohl tragen kann? Einige Quader? Ja, da fragt ihr jetzt Sachen, das weiß ich nicht. Ab und an wird er auch für Lasten benutzt, also wohl einiges mehr als einige Quader. Wisst ihr zufällig, wer ihn gebaut hat? Also, habe mir, du fragst Sachen. Nun ja, ich stelle die interessanten Fragen. Und das hat noch nie einer gefragt. Wenn die Antwort Leonardo ist, schreie ich. Es muss doch auch noch andere Erfinder auf diesem Kontinent geben. Ich denke nicht, dass die Antwort Leonardo ist. Ja, mittlerweile könnt ihr dann auch unten angekommen sein und wartet darauf, dass die Plattform sich dann zu euch nach unten senkt. Währenddessen kann Abel mir ein kleines Schildchen lesen, was auch die Historie dieses Fahrstuhls dann erklärt. Es war wohl ein junger Hesindegeweihter aus den zyklopäischen Umlanden mit dem Namen Tarion Hellinger, der das Ganze dem Rat der Zwölf präsentierte und dann bauen ließ. Während ihr da wartet und das Wasser unter euch spritzt, ist unglaublich hoch, viele Streben und Pfeiler, gestützte Rampen. Der Höhenunterschied kann 50 Höhenmeter wohl durchmachen, also mehrere Etagen, die dann hier nach oben sich schrauben. Und auf einer Länge von 100 Meter werdet ihr dann schräg nach oben gezogen, wenn es dann soweit ist. Ihr könnt erkennen, wie wohl unter der Brücke, ziemlich nah an dem Wasserfall selber, dann viele Menschen in einer Tretmühle sitzen und dann dabei sind, die Mechanik anzukurbeln über Umlenkrollen. Da sind sie dann dabei, mit Kraft die ganzen Sachen zu bedienen und über Seile, Umlenkrollen. Aber mir ist fasziniert, wie dann dieser Schlitten, diese Wanne nach oben und nach unten fährt. Seht ihr dort diese Rolle? Ja. Diese, legt diese Kraft um und dieses Rad an und so weiter und so fort. Ja, aber Abelmir, ist das nicht ziemlich ineffizient? Wäre es nicht viel besser, wenn man das Wasser die Arbeit machen lässt? Ja, so wie bei. Ja, ich stimme euch zu. Und natürlich ist dieser Aufzug alt und ihr habt recht. Das Wasser wäre eine hervorragende Antriebsquelle. Ich denke, es wäre teurer, einen solchen Mechanismus zu errichten, als einfach jede Menge Sklaven dafür hart arbeiten zu lassen. Ach so, sind Mühlräder so teuer? Ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe nur sehr viele gesehen im Mittelreich und dachte mir, das kann ja nicht so teuer sein. Nun, ich vermute, das hat eher andere Gründe. Diese Hafenmeisterin erwähnt etwas von Alligatoren. Ich vermute, das ist eher der Grund, warum man das nicht ins Hafen, in diesen Fluss taucht. Krokodile, Abelmir. Krokodile. Währenddessen ist wohl der Wagen angekommen. Ihr könnt sehen, wie sich wohl einer der Stadtwächter jetzt aus einem kleinen Häuschen, aus einem Wärterhäuschen, zu einer Bremse begibt, da wohl einfach ein bisschen zieht und dann kommt das Ganze zum Stehen. Ihr könnt sehen, wie wohl mehrere Sklaven eine große Sänfte nach draußen bringen und der Fahrstuhl dann leer ist. Der Wärter stellt sich erstmal davor, nickt euch zu, guckt wohl so ein bisschen hinter euch, ob ihr alleine seid. Eine Fahrt kostet 2 Euro real, aber ich will 12 Dirham haben. Na gut, der Basaltfaust geht aufs Haus. Ihr könnt auch den ganzen Aufzug mieten. Oder ihr geht zu Fuß. Diamant ist. Was ist und 12 Dirham sind natürlich eine ganze Menge. Warum fangen wir nicht bei 10 an? Nee. Schließlich geht die Basaltfaust ja aufs Haus. Ja, genau deswegen. Ja, dann wisst ihr, was ein Dirham ist? Hat die Klappe. Ihr wisst also nicht. Bezahlt 12 Dirham. Habe mir, das sind umgerechnet Kreuze. Ach doch dann. Und es ist unhöflich, das zu tun, ohne zu feilschen. Kommt ihr jetzt endlich auf den Aufzug? Aber wir jetzt bezahlen den Mann doch endlich. Ich nehme diese 2 Silbertaler.
Ihr nehmt doch militärische Prio, nicht wahr? Es ist ein solides Stück Silber, aber mir, ich bin mir sicher, er wird es nicht verschmähen. Beißt mal kurz rein, ist wohl zufrieden, nickt, zuckt mit den Schultern, steckt es sich ein. Alles klar. Leck mal hier, Spundloch, einmal rumlenken. So, rein mit euch. Lasst euch nicht vollspritzen von dem Wasser. Ich stelle mich mal an diese Plattform, ist es irgendwie eine Balustrade, keine Ahnung. Ja, es gibt sicherlich ein Geländer. Du wirst dann in so einen kleinen Käfig wirst du dann reinziert, kannst dann reingehen und die Käfigtür wird dann hinter dir wieder verschlossen und dann wird das Ganze nach oben fahren. Ich probiere mal einen Blick über diese Balustrade zu werfen, durch dieses Gitter. Zynamin bekommt, wenn sie an der Stadtwache vorbeigeht, noch einen Klaps auf den Hintern. Oh, böser Fehler. Sie fährt herum und hält ihm den Säbel unter das Kinn. Entschuldigt euch. Oh, was? Ey, ich bin Stadtwache, ich darf das. Ich hab gehört, da unten geht's. Nichts dürft ihr. Entschuldigt euch. Entschuldigung. Danke. Bin noch nie gesehen. Bist du öfter hier? Ich bin jetzt hier. Bist du eine Grandessa? Also wirst du eine? Sollst du verheiratet werden oder so? Ich bin Vesira und ich bin hier zu Gast. Ist das sowas wie eine Grandessa? Nein, denn sie hat mehr Geld. Sulamin zwinkert ihm zu. Ihr seht die Münzen. Also ich habe in der 16. Stunde Schluss. Wenn du willst, kannst du mal vorbeikommen. Wir können dann ein Trinken gehen. Ich. Sulamin, wenn ihr einen ungewollten Ratschlag möchtet. Ich glaube, es ist nicht gut, auch im Stadtgelände Blut zu vergießen. Aber da unten hat's Krokodile. Er rummelt so ein bisschen von euch weg, greift sich wieder an den Mund und versucht, um Hilfe zu rufen und stolpert dann wieder zurück in sein kleines Wächterhäuschen und schmeißt die Tür hinter sich zu. Ja, ich möchte ihn gerne vorher abfangen. Ja, greifst in seine Kehle. Weißt du, mein Freund, hör zu mir und fass du nochmal was an, was mir gehört. Dann wirst du lernen, was mit den Feinden der Basaltfäuste passiert. Habe ich mich klar ausgedrückt. Er pinkelt sich in die Hose. So. Ich breche ihm zwei Finger. Jetzt hast du verstanden, was passiert, wenn du Sachen anfasst, die meine sind. Schreit kümmer dich um den verdammten Aufzug. Ja. Er kann nicht schreien. Man sieht seinen Schrei, aber man hört ihn nicht. Wenn ihr bitte den Aufzug betreten wollt, dass so eine Respektlosigkeit mir gegenüber hier angebracht wird. Manche Leute vergessen sich einfach. Sulamin streichelt dem Wächter zärtlich über das Haar. Es tut mir leid, dass das so enden musste. Aber ich hoffe, ihr lernt daraus. Und betritt den Aufzug. Dem hat's ja glatt die Sprache verschlagen, als er dich erkannt hat, Rafim. Nicht mal schreien konnte er. Zu Hause hätte es das nicht gegeben. Naja, also ich, wenn wir jetzt auch nicht in so einer großen Gruppe unterwegs wären, dann hätte ich mich anders drum gekümmert, aber wir wollen ja pünktlich ankommen. Ja, Rafim, ihr habt das sehr gut gemacht. Verhältnismäßigkeit. Es war ein vergleichsweise geringes Vergehen. Aber... Nun, wenn man solche geringen Vergehen durchgehen lässt, dann läuft man in Gefahr, dass sie weitergehen, denn sie denken, sie könnten es sich leisten. Also hätte er die Hand verloren. Also, wenn wir mal ehrlich sind, die Stadtwache hier in der Stadt ist ein Witz. Kommt mit dem Ganzen, was in der Stadt vor sich geht, gar nicht voran. Und stehen mehr als Dekoration an jeder Ecke herum. Sind auch viel zu wenig, um wirklich was tun zu können. Ja, die meisten Granden haben ihre eigenen privaten Sicherheitsleute. Und ich nehme an, die Dukatengarde wird dazwischen einen ganzen Haufen Geld verdienen. Ja, die werden nicht arm, das ist richtig. Aber die Zornbrechts haben ihre eigenen Leute. Eigentlich hat jeder seine eigenen Leute. Natürlich sind keine so gut wie wir, aber einige sind ganz ordentlich. Nur Interesse halber gefragt. Mit wie vielen kann man so auf einmal rechnen?
Und wem ist die Frage? Nun, irgendwem. Und naja. Kartengardisten haben wir. Wie viele waren es, Rafim? 4 Banner in der Stadt? Ja. Naja, und einige sind natürlich auch immer im Aufnahmeverfahren, weil die sterben ja auch wie die Fliegen, das wisst ihr ja bestimmt. Naja, dann gibt's noch den schwarzen buntes Chor, der da unten rumläuft, aber... Naja, ihr kennt die ja selber. Und dann kann ich mir vorstellen, dass jedes Haushalt noch eigene Streitkräfte hat, um sie abzusichern und so. Und die Fremdenlegion nicht zu vergessen. Oh ja, da könnt ihr übrigens beitreten, wenn ihr möchtet. Also irgendwann mal, wenn es euch schlecht geht. Da ist jeder willkommen. Aber ich denke, so innerhalb von einigen Minuten, so um die 50. Kommt halt auch drauf an, wo, wenn ihr jetzt im, ja, sag ich mal, in den schlechten Gegenden jemanden abstecht, dann kommt halt niemand. Und auf dem Silberberg vermutlich innerhalb von Sekunden seid ihr umzingelt. Nun, ich dachte ja daran, was passiert, falls wir uns aus einer solchen Grantenbille herauskämpfen müssen. Naja, dann sterben wir. Warum sollten wir das tun? Soweit sollten wir es niemals kommen lassen. Aber mir, du kennst doch alle Anfahner. Nun, ich kenne euch. Nun, siehst du, dann weißt du, dass früher oder später jemand versuchen wird, uns abzumurksen. Ja, und das liegt nicht an den Anfahnern vermutlich. Ja. Ich weise jegliche Verantwortung von mir. Das letzte Mal war ein reines Versehen. Natürlich. Also, wenn ich darauf wetten wollen würde, wäre es entweder Jalan oder Abelmir. Normalerweise würde ich Rafim in diese Aufstellung setzen, aber der scheint überraschend gut angepasst zu sein. Ich finde, Abelmir hat sich bisher vorbildlich verhalten. Die anderen Schwarzmagier, die ich kenne, hätten Rafims Brüder vermutlich versucht, mit einem Horiforos zu belegen. Und ich glaube, das wäre ein schlechter Start gewesen. Das würde ich doch niemals tun, seine Brüder verzaubern. Ja, ich denke, die anderen hätte das vermutlich nicht funktioniert und die hätten euch getötet. Ich denke, die anderen Schwarzmagier, die hier durchkommen, genießen ein größeres Maß an Respekt von der Basaltfaust. Nun, vor allen Dingen sollte man nicht, wenn man in einer fremden Stadt ankommt, die Wachhabenden oder die Befehlshaber der Stadt gegen sich aufbringen. Das ist eine gute Lehre, Jalan. Es ruckt einmal und ihr könnt sehen, wie der Käfig oben angekommen ist. Und hier wohl ähnlich aufgebaut, ein weiteres Wächterhäuschen, eine Stadtwache, die euch gerade dann den Käfig aufschiebt. Und ihr könnt sehen, wie wohl auch bereits irgendjemand in einer Sänfte darauf wartet, dass er dann selber den Aufzug wieder nach unten benutzen darf. Ja, sobald ich aus dem Aufzug herausgetreten bin, lasse ich dann auch den Silenzium fallen